Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, endlich, endlich, endlich habt ihr es im Bildchen ja gesehen. Damit meine ich jetzt nicht den Skin der neuen Queen, sondern ich meine, wir haben hier beim Clan Spätzle mit Soße. Nein, auch nicht Spätzle mit Soße. Das hatte ich heute Mittag übrigens. Beim Clan Free-to-Play Level 10 erreicht. Clan Level 10, Leute, wisst ihr, das ist der letzte Clan-Level, den man erreichen kann. Und danach gibt es keine Clan, also keine Clan-Perks mehr, also keine Goodies oder Erweiterungen, sondern mit Clan Level 10 hat man sich einfach alles reingespielt. Wir haben jetzt also eine Wartezeit von 10 Minuten nur auf Truppen. 9 Truppen können wir spenden und 2 Spells, also entweder einen großen Spell mit 2 Platz oder 2 kleine. 50% bekommt man wieder, wenn man etwas spendet, also wenn man jetzt 100.000, sage ich jetzt mal, spendet, kriegt man 50.000 wieder. 2 Level Donation Upgrade, ich glaube, das ist dieses Spenden-Upgrade ist, glaube ich, das größte hier im Spiel, würde ich jetzt mal so sagen. Und Treasury Extra Storage ist natürlich auch nicht schlecht, dass man jetzt auch das Maximale, was man an Storage haben kann, je nachdem, auf welcher Rathausstufe man ist, was man lagern kann, und den War Extra Bonus Loot, also nochmal 25% drauf, ist natürlich auch sehr, sehr nett. Earn Clan XP and level up your, was steht da? Level up your Clan to unlock powerful Perks. Es gibt aber nichts mehr zu unlocken hier. Danach kommt halt nur noch 11, 12, 13, 18, und dann kann man, glaube ich, nochmal die Logos ab einem bestimmten Level, glaube ich, nochmal tauschen, aber das war es dann auch. Aber ihr habt es gesehen, im Pass kommt, oder im nächsten Pass ist auch immer die spannende Frage, was kommt als nächstes hier hinten im Pass. Das heißt also, oh, guck mal. Thorsten startet das allererste Mal hier beim Toto überhaupt mal reingehen in den Pass. Oh, das sieht gut aus, ne? Hat so ein bisschen was von so einem alten Spiel Snake. Was kommt als nächstes für ein Skin? Ich will euch das zeigen, gar kein Thema. Es ist so eine Schurkenqueen. Es ist so eine Schurkenqueen. Und die sieht schick aus. Das seht ihr gleich. Das ist noch der normale Skin. Und die normale Archer Queen. Aber jetzt kommt dann der neue Skin. Also es kommt ein Skin für die Bogenschützenkönige. Und ja, es sind Schurke, ne? Ganz klar zu sehen. Naja, ob so genau zu sehen ist, weiß man jetzt nicht. Aber es sieht schick aus und winkt auch ganz nett. Aber ich glaube, dieses Gewinke, das haben wir schon mal irgendwo anders gesehen. Und wir wollen jetzt aber mal gerade gucken, wie die sich denn verhält, wenn die dann ihre Ability loslässt. Im Moment passiert da ja noch nichts. Ich muss das mal gerade, ich spule das mal für euch so ein bisschen. Noch passiert immer noch nichts. Ah, da kommt's. Okay, da kommt jetzt die gegnerische, beziehungsweise da zwei Schurken, okay, zwei Schurken und viele, viele kleine Minischurken. Okay, das sieht aber nach normalen Bogenschützen aus. Je nachdem, auf welchem Level man die Queen hat, sehen die ja auch ein bisschen anders aus. Aber dennoch finde ich, ja, ist gelungen. Ich weiß nicht, was haltet ihr von dem Skin? Kauft ihr euch womöglich deswegen extra jetzt den Pass? Weil es gibt ja doch schon den einen oder anderen Skin auch zu kaufen. Das heißt also, wenn ihr jetzt dieses Skin hier jetzt verpasst, weil ihr euch mal den Pass nicht gegönnt habt, dann kann man sich die ja mittlerweile im Shop teilweise nachkaufen, aber auch nur teilweise. Für 1500 Gems, ich finde das nicht so teuer. Das haben sich schon einige hier bei Free-to-Play auch gegönnt und haben hier so ein bisschen schon mal so, ich nenne es mal so, leicht aufgerüstet, aber immer noch Free-to-Play. Man steckt da ja sowieso nicht hinter, aber oh, die ist gut anzuschauen hier, finde ich. Ich bin jetzt auch nicht so ein Freak von Skins und so, aber den Goldpass gönne ich mir natürlich jeden Monat, und ihr könnt euch auch einen Goldpass von mir dann am Ende gönnen, beziehungsweise am Ende des Monats gönnen, denn ich verlose natürlich wieder einen Goldpass oder vielleicht auch zweimal sehen in meinen Livestreams. Aber wo ich eigentlich hin wollte, ist, dass man hier natürlich im Shop, hier auf dem Kleiderbügel, den habt ihr auch nur, den Kleiderbügel, wenn ihr
nicht alle Skins sowieso habt, ja, dann hat man den Kleiderbügel. Außer ich habe ja mit Thorsten zum Beispiel auch nicht diesen Kaufskin der Queen gekauft und habe den Kleiderbügel trotzdem nicht, weil den gibt es einfach nicht. Aber die man verpasst hat oder die es ja schon gibt, für mich gibt es ja im Moment nur zwei Stück hier auf dem Rathaus Level 10, nämlich den King und die Queen. Das Ganze ändert sich, denke ich mal. Da müsste ich jetzt bei meinen Eltern gucken. Da gibt es dann sicherlich auch einen Skin für den Warden mittlerweile käuflich zu erwerben. Aber finde ich eigentlich nicht schlecht. Und das ist einer meiner Favoriten hier in jedem Fall. Das lohnt sich. Das lohnt sich, den King zu kaufen. Der King ist sowieso der King ist finde ich, sowieso die witzigere Type von den ganzen Helden hier. Keiner ist so cool wie der Dicke, würde ich jetzt mal so sagen. Okay, Freunde, dann gehen wir mal so ein bisschen rein und machen noch ein bisschen Clash of Clans. Habt gesehen, man muss noch ein bisschen Pass spielen. Mache ich heute Abend wahrscheinlich auch. So ein bisschen Pass spielen, weil es einfach mal passt, hier ein bisschen Pass zu spielen. Denn ich habe nichts Offizielles für euch. Am Samstag mache ich ein bisschen HCWL. Das habt ihr aber auch, glaube ich, schon mitbekommen. Und oh, springt da noch mal rüber. Heieiei, ich mache mal den Inferno da weg. Der geht mir alles kaputt. Und da machen wir ein bisschen HCWL. Spiel um Platz 3 wird es dort geben. Und dementsprechend machen wir dann normale Sachen, wenn es denn darum geht, dass wir so ein bisschen clashen. Kriege ich die hier komplett in Wut? Ah ja, die kriege ich komplett in Wut da. Perfekt. Aber hier geht es natürlich auch heftig zur Sache, muss ich sagen. Oh, hier ist schon die Queen. Die nehmen wir uns aber gleich erst vor. Da haben wir noch ein bisschen was. Noch ein bisschen mit Go Vibe hier farmen. Ist nicht schlecht. Das übt mal wieder so ein bisschen Go Vibe vor allen Dingen. Deswegen mache ich das eigentlich auch ganz gerne. So, hier können wir schon so ein bisschen weiter abräumen. Jetzt bloß keinen Magier setzen. Queen habe ich jetzt leider schon gezogen. Okay, dann lassen wir jetzt gleich die Magier hier einfach hier hinten mitlaufen. Mit den Packer. Ah, die Packer sind in der Mitte, okay. Oh, die tanken noch für die Queen. Entschuldigt bitte gerade. Die tanken gerade noch für die Queen. Perfekt. Und wann geht es denn jetzt zur gegnerischen Queen? Da geht es jetzt zur gegnerischen Queen, aber keine Gefahr. Oh doch, doch noch eine Gefahr. Oh, drei Päcker-Damen. Jetzt gibst du auf die Mütze. Okay. Keine Chance. Oh, die Skelette sind auch noch im Giftzauber, oder? Die Skelette sind auch noch leicht im Giftzauber, jawohl. Oh, den haben wir gar nicht mal so schlecht gemacht mit dem Go-Vibe, oder? Was sagt ihr? War gut, ne? Okay, der hatte keine Clanbogen. Das sieht auch sehr, sehr witzig aus, dass so drei Kanönchen hier auf meine Päcker rumballern. Jetzt sind es nur noch zwei. Aber jetzt werden es gleich wieder alle drei sein. Oh, sind schon starke Kanönchen. Okay, oh, da oben haben wir das Dunkle jetzt stehen lassen. Naja, aber das meiste haben wir, glaube ich, bekommen. Perfekt. Ja, ich wollte euch nur so ein bisschen ins Wochenende einstimmen, Leute. Und dann bleibt ihr bitte am Ball. https://twitch.tv/totoclash. Das ist mein Kanal auf Twitch. Einfach verfolgen, kostet nichts. Und dann seid ihr bei den täglichen Livestreams mit dran. Also wir sind hier Clan Level 10 und ihr könnt einen Pass bei mir gewinnen jetzt am Wochenende oder auch zwei. Müssen wir mal gucken. Müsst ihr mich halt ein bisschen überreden, ne? Aber dann könnt ihr euch den Pass gönnen in 2 Tagen. 19 Stunden ist ja meistens dann immer der Monat rum und dann fängt der nächste Monat an, also der Monat Februar. Und ihr könnt euch übrigens ganz getrost hier hinten die Rewards abholen. Ich habe gestern, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Alles klar, Freunde. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein entspanntes Wochenende und verbleibe hier aus dem Clan Free-to-Play. Bye, bye, euer Toto. Clashed.